Vieles, was lange vor unserer Zeit geschah, erscheint für uns heutzutage geheimnisvoll und rätselhaft. Wir können uns viele archäologische Funde aus grauer Vorzeit nicht erklären und würden doch gerne wissen, womit wir es zu tun haben. Um eure Neugier zu wecken und sie zumindest ein klein wenig zu befriedigen, haben wir für euch hier die 10 erstaunlichsten archäologischen Funde zusammengestellt, die man sich nur vorstellen kann. Dich faszinieren geheimnisvolle Dinge und archäologische Entdeckungen? Dann zeig es uns gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniere Verborgene Welten und begleite uns während unserer Abenteuerreise. Die kopflosen Wikinger. Dieses Massengrab wurde 2009 in Weymouth, England, von Archäologen entdeckt und freigelegt. Darin fanden sie 54 enthauptete Skelette und 51 Köpfe. Nach umfassenden wissenschaftlichen Tests stand schließlich fest, dass die Toten skandinavische Wikinger waren. Da Massengräber allgemein und vor allem in dieser Größe äußerst ungewöhnlich sind und insbesondere in der Entstehungsepoche selten waren, zog dieser Fund entsprechend viel Aufmerksamkeit auf sich. Die Toten scheinen zwischen dem 5. und 10. Jahrhundert gelebt zu haben und waren zwischen 15 und 30 Jahre alt. Diese Indizien lassen darauf schließen, dass sie den Streitkräften der in England einfallenden Wikinger angehörten, die sich blutige Kämpfe mit den dort lebenden Anglosachsen lieferten. Seltsam ist allerdings, dass die Skelette bis auf die Enthauptung keine Kampfwunden aufweisen und scheinbar zum Zeitpunkt ihres Todes gänzlich nackt waren. Allerdings scheinen sie versucht zu haben, ihre Enthauptung mit bloßen Händen zu verhindern. Das Grab an sich wirkte sehr chaotisch, als wäre die Bestattung der Wikinger an dieser Stelle nicht geplant gewesen. Zudem scheinen die 3 fehlenden Köpfe hochrangigen Mitgliedern gehört zu haben, die vermutlich zur Warnung auf Stöcken aufgespießt und mitgenommen wurden. Darüber, warum diese Männer getötet wurden, gibt es verschiedene Theorien, allerdings konnte bis jetzt keine davon bestätigt werden. Die blutige Wahrheit über Vampire. Heutzutage hat jeder klare Vorstellungen davon, was einen Vampir auszeichnet. Das war allerdings sehr lange Zeit nicht der Fall. Wer sich mit dem Verwesungsprozess einer Leiche nicht auskennt, kann leicht einem Irrtum aufsitzen. Die Angst vor Vampiren in vergangenen Jahrhunderten rührte also daher, dass die Haut eintrocknet und so die Zähne und Fingernägel aussehen lässt, als wären sie stark gewachsen. Wenn die Eingeweide verwesen, kommt es zudem zum Austritt einer dunklen Flüssigkeit aus Mund und Nase, die Blut sehr ähnlich sieht. Jemand, der den Toten so sieht, könnte also den Eindruck bekommen, dass dieser sich in einen Vampir verwandelt hat und Blut trank. Dazu kam, dass Vampire angeblich der Auslöser schrecklicher Seuchen und Krankheiten waren. Sie zu bekämpfen, gab den Menschen somit das Gefühl, die grassierende Krankheit kontrollieren zu können. Um zu verhindern, dass ein Verwandter nach seinem Tod wieder aufersteht, wurden zahlreiche Leichen mit Holzpflöcken durch ihr Herz an ihrem Sarg festgenagelt oder ihr Mund mit Ziegelsteinen und Seil gefüllt. Diese Vorhergehensweisen bescherten den heutigen Archäologen einige seltsame und schaurige Funde. Das Buch der Toten. Das Buch der Toten ist eine Sammlung verschiedener Texte mit Zaubersprüchen und Hilfestellungen für die Toten. Es wurde von ägyptischen Priestern verfasst und sollte dem Verstorbenen auf seiner Reise durch die Unterwelt, Duat genannt, helfen. Darin wird der Abstieg der Seele ins Totenreich beschrieben, über das Wiegen seines Herzens, bei dem seine guten und seine bösen Taten betrachtet werden, bis zur Verurteilung, ob er eine Bestrafung erhält oder als gute Seele seine Zeit im Jenseits mit Freude verbringen darf. Für gewöhnlich wurde jedem Toten ein Exemplar davon als Beigabe mit ins Grab gelegt. Einige Texte daraus zieren zudem die Wände vieler Gräber und Sarkophage. Es kann ungefähr auf 1550 bis etwa 50 vor Christus datiert werden. Das Babymassengrab. Der Archäologe Ross Voss stieß auf diesen gruseligen Fund, als er die Katakomben von Ascalon, Israel, durchstreifte. Zunächst hielt er die zahlreichen kleinen Knochen, die er fand, für Hühnerknochen. Weitere Tests und Untersuchungen ergaben jedoch, dass es sich hierbei um die Überreste von weit über 100 Säuglingen handelt. Datiert wurden diese auf die römische Ära. Keines der Kinder war älter als eine Woche, als es starb, und zudem waren alle völlig gesund. Auf dieser Grundlage vermuten die Wissenschaftler, dass es sich hierbei um ungewollte Babys handelt, die nach römischer Tradition ausgesetzt wurden. Dies diente zur Geburtenkontrolle oder wurde von Frauen praktiziert, die sich nicht um ihr Kind kümmern konnten. Damals galt dieser Vorgang zudem nicht als Verbrechen, da die Römer daran glaubten, dass die Kinder, die nach göttlichem Willen überleben sollten, gerettet werden.
Zusätzlich wurden sie noch nicht als vollwertige Menschen angesehen. Die außerirdischen Schädel. Im mexikanischen Sonora stieß man aus Versehen auf einen kleinen Friedhof, der 25 Schädel enthielt, 13 davon derart deformiert, dass sie das Aussehen von außerirdischen Wesen besitzen. Schmuck und andere Gegenstände lassen darauf schließen, dass die gefundenen Schädel rituell deformiert wurden, indem mittels Bandagen und Holzstücken Druck auf den Knochen ausgeübt wurde. In vielen Kulturen war dies üblich, meist entweder zu religiösen Zwecken oder um verschiedene soziale Gruppen unterscheidbar zu machen. Über den Grund in diesem Fall kann bis jetzt leider nur spekuliert werden. Das Massengrab der riesigen Wombats. Dieses weitere Massengrab unserer Liste wurde in Australien entdeckt. Darin lagen etliche Exemplare des sogenannten Diprotodon optatum, einem riesenhaften, Wombat-ähnlichem Tier. Es gehörte zur Megafauna, so wird die Gruppe der urzeitlichen, sehr groß gewachsenen Tiere genannt. Lange Zeit lebte es zudem mit den Aborigines, dem indigenen australischen Volk, in friedlicher Koexistenz, bevor es vor ungefähr 25.000 Jahren ausstarb. Wie genau die Tiere in das erwähnte Massengrab gelangten und woran sie starben, konnte bis jetzt noch nicht geklärt werden. Die Rongorongo-Tafeln. Rongorongo ist eine Glyphenschrift, die nichts gleicht, was wir Menschen heute kennen. Besagte Tafeln wurden bereits im 19. Jahrhundert auf den Osterinseln gefunden, können aber bis zum heutigen Tag nicht entziffert werden. Die Wissenschaftler, die sich mit den Tafeln beschäftigen, konnten aber zumindest eine Art Kalender und genealogische Informationen aus den Glyphen herausfiltern, wobei auch deren Bedeutung noch unklar ist. Es sind etwa 2 Dutzend Tafeln, die aus verschiedenen Holzstücken gefertigt wurden, darunter auch Treibholz. Einige davon wurden im Laufe der Zeit durch Feuer- oder Witterungsbedingungen stark beschädigt. Die Forschung geht derzeit davon aus, dass nur eine sehr kleine Gruppe von Menschen diese Schriftzeichen verstanden haben. Auch vergleichbares Material wurde bis jetzt noch nicht entdeckt. Das Grab der Roten Königin. Das Grab, von dem in diesem Abschnitt die Rede ist, wurde 1994 in einem Maya-Tempel bei Palenque in Mexiko gefunden. 2 Archäologen hatten den Auftrag, die Treppe der Tempelpyramide zu stabilisieren und stießen dabei darauf. Derzeit wird davon ausgegangen, dass in dieser Grabstätte eine Frau namens Ixcacpu Ayaf zur letzten Ruhe gebettet wurde. Die geschätzte Entstehungszeit liegt zwischen 600 und 700 nach Christus. Nach der Lage, den Grabbeigaben und den Sarkophagen zu urteilen, handelt es sich bei der Frau höchstwahrscheinlich um eine Adlige der Maya-Gesellschaft. Den ikonischen Namen erhielt die Grabstätte wegen des roten Zinnoberpulvers, mit dem alles bedeckt war, als man die Kammer zum ersten Mal öffnete. Das Holzidol aus dem Schiergiermoor. Bei dem genannten Holzidol handelt es sich um einen verzierten Pfahl, der im Schiergiermoor nördlich von Jekaterinburg in Russland entdeckt wurde. Man stieß wie so oft durch Zufall darauf, als im Januar 1890 ein Torfstich vorgenommen wurde. In 4 Metern Tiefe tauchte dann das Idol auf. Ein deutsch-russisches Forscherteam befasst sich umfassend mit dem auf etwa 9500 vor Christus datierten Stück und vermutet, dass es sich dabei um die Darstellung einer anthropomorphen Pfahlgottheit handelt. Ursprünglich hatte das Idol eine Größe von ungefähr 5 Metern, allerdings verringerte diese sich aufgrund von Alter und Witterungsbedingungen stark auf immer noch stattliche 3,8 Meter. Deshalb wird auch vermutet, dass er längere Zeit aufrecht unter freiem Himmel aufgestellt war und dort zum Abhalten von Zeremonien und ritueller Handlungen diente. Gefertigt wurde er aus Lärchenholz und zeigt nicht nur mesolithische Holzschnitzereien, sondern auch eine Form monumentaler Kunst, die im westlichen Europa gänzlich unbekannt war. Das Holzidol aus dem Schiergiermoor ist deshalb so bedeutend für die wissenschaftliche Welt, da er beweist, dass es in diesem Gebiet schon 2400 Jahre früher menschliche Ansiedlungen gab, als ursprünglich vermutet. Pferde und Streitwagen. Beinahe jedem sind die weltberühmten Terrakotta-Krieger ein Begriff, allerdings kennt kaum jemand den sensationellen Fund dieser Grabstätte. In der Nähe eines abgelegenen Dorfes stieß man auf die Grabstätte eines Herrschers der Zhou-Dynastie, welche als Grabbeigabe 48 Streitwägen und über 100 Pferde enthielt. Hinzu kommt, dass das Ganze noch deutlich älter ist als die Terrakotta-Armee, und zwar ungefähr 600 Jahre. Das Alter des Grabes am Ufer des Gelben Flusses beträgt ca. 3000 Jahre. Mit seinen unfassbaren Ausmaßen ist diese Stätte die bisher größte ihrer Art.
Da der Herrscher, der dort begraben liegt, für seine großen Feldzüge bekannt war, wird vermutet, dass es sich bei den Pferden und Wagen um seine wirkliche Kavallerie gehandelt hat. Außerdem liegt der Schluss nahe, dass die Tiere lediglich betäubt und dann lebendig ins Grab gebracht wurden, da zum Teil Skelette mit verdrehten Gliedmaßen und gefesselten Beinen gefunden wurden. Da es unzählige archäologische Sensationsfunde gibt, seit die Forschung höhere Budgets dafür erhält, von den Königsgräbern in Ägypten über die Erforschung der Katakomben vieler Großstädte bis zu Tauchaktionen in versunkenen Gebäuden und Schiffen, sind hier wohl einige der bemerkenswertesten und vor allem mysteriösesten aufgelistet. Sie zeigen uns, dass wir längst noch nicht alles über unsere Menschheitsgeschichte wissen und spornen uns zu immer besseren Leistungen und immer ausgeklügelteren Forschungen an. Habt ihr eigene Erklärungsansätze oder Theorien zu den vorgestellten Funden? Oder habt ihr vielleicht selbst schon Erfahrungen auf diesem Gebiet gemacht, die ihr mit der Community teilen wollt? Schreibt es auf jeden Fall gern unten in die Comments und diskutiert fleißig. Wir sind gespannt.